Hallo, mein Name ist Roland Ebersold. Ich bin der Geschäftsführer der Volaris GmbH in Zweibrücken. Heute möchte ich Ihnen vorführen, wie wir den Kallor Natia 24 in Betrieb nehmen. Das ist ein wassergeführter Pelletofen, hat 24 kW und ist ausreichend für ca. 150 Quadratmeter Wohnfläche zu beheizen. So. Als erstes füllen wir unsere Butano-Pellets ein. Das Fassungsvermögen des Pellets-Tanks beträgt 45 Kilo, sprich 3 Sack-Pellets. Jetzt starten wir den Ofen. Die Pelletöfen der Firma Kallor haben eine Metallzündung, das heißt ein Metallstab, der glühend wird. Dadurch entsteht Hitze und mit einem Ventilator wird ein Luftzug erzeugt. Und durch diesen Luftzug und die Hitze entzünden sich die Pellets. So, der Ofen brennt jetzt in seinem Betriebsmodus und der Verbrauch des Ofens liegt zwischen 1,3 und 4,8 Kilo je nach Leistung. Also unter Volllast bei 4,8 Kilo in der Stunde und bei Teillast, also niedrigster Last, 1,3 Kilo.